Welcome everybody. My name is Mateusz. Herzlich willkommen, ich heiße Mateusz, ich bin der Gründer von Local Beanie. Local Beanie ist ein Schweizer Startup-Unternehmen, eine Plattform, die Einwohner mit Reisenden über gemeinsame Erlebnisse miteinander verbindet. In unserem tagtäglichen Geschäft arbeiten wir mit Reisebüros und das hat es uns ermöglicht, hier empirische Forschung durchzuführen in unserer Zusammenarbeit mit den Reisebüros. Und deswegen werde ich heute darüber sprechen, wie Reisebüros wieder attraktiv werden können. Ups. Entschuldigen Sie bitte. Also, wie sieht die gegenwärtige Situation auf dem Markt aus? Wir haben sehr viele neue Marktteilnehmer. Natürlich haben wir Booking.com, Expedia, Airbnb. Die haben sehr, sehr viele große Pläne, wie Sie ja alle wissen. Und dann haben wir natürlich auch die neuen Technologien, die hier eine Rolle spielen. Wir haben Algorithmen, Preisfestlegungsalgorithmen, alles wird komplizierter. Es gibt Algorithmen, die die Präferenzen eines jeden einzelnen Nutzers im Internet festlegen können, um diesem dann bestimmte Angebote machen zu können. All das hat im Lauf, sagen wir mal, der letzten 10, 12 Jahre zu einer Konsolidierung in der Reisebranche gesprochen. Und wir können uns jetzt fragen, und? Irgendwas passiert hier, was nicht passieren sollte. Danke. Entschuldigung. Wir haben auch eine Preisfestlegungskonkurrenz und Rabatte. Und wir möchten hier über mögliche Lösungen dafür sprechen, was Reisebüros tun können, um ihre Marge zu erhöhen. Als wir die Präsentation hier zusammengestellt haben, haben wir uns überlegt, wie wir das schön strukturieren können. Also nur für diese Präsentation haben wir jetzt zwei unterschiedliche Reisebüros hier modellhaft dargestellt. Typ 1 haben exzellenten Dienst, wunderbare Qualität, hohe Volumen, sind rentabel, aber trotzdem wären sie froh, wenn sie ihre Umsätze pro Transaktion erhöhen könnten. Und dann haben wir das Reisebüro Typ 2 modellhaft festgelegt. Auch sie liefern gute Dienstleistungen, hochqualitative Dienste. Natürlich wäre es auch für sie gut, ihre Umsätze pro Transaktion zu erhöhen. Aber die wären auch froh, wenn sie ihre Kundenbasis erhöhen könnten. Also das sind die zwei unterschiedlichen Arten von Reisebüros, die wir definiert haben. Wir werden die unterschiedlichen möglichen Lösungen hier besprechen können. Also die einfachen Lösungen für diese beiden unterschiedlichen Reisebüroarten. Und natürlich müssen wir hier alles auch aus Sicht des Kunden sehen. Und deswegen, Entschuldigung, das funktioniert einfach nicht. Können wir eine Folie zurück? Zurück? Jawohl. Also, ein Freund von mir aus St. Gallen hat diese Grafik hier entwickelt. Das ist die Kundenreise sozusagen. Ziemlich verwirrend, aber das geht jetzt hier im Uhrzeigersinn und beginnt mit der Phase des Traums, des Träumens. Menschen haben am Wochenende ein bisschen Zeit und überlegen sich dann, wo könnte ich hinreisen, was könnte ich machen. Das ist diese Träumphase. Vielleicht wird man inspiriert von Freunden oder hat was auf Instagram gesehen oder irgendwie auf Facebook oder Pinterest oder wo auch immer. Und dann träumt man so ein bisschen. Die zweite Phase ist die Recherche. Man denkt, das ist interessant. Also recherchiert man jetzt, man möchte mehr Informationen haben, man möchte sich informieren. Nächste Phase, und während der Recherchephase übrigens, wenn es sich hier um eine komplexe Sache handelt, dann denken Sie, dass Sie vielleicht auch einen Fachmann oder eine Fachfrau brauchen. Wenn Sie aber denken, dass es etwas ist, was Sie selbst machen können, dann kommen Sie zur dritten Phase, der Buchungsphase, und machen das ganz allein und unabhängig. Nach der Buchungsphase kommt die Erlebnisphase. Da fahren Sie zu der Destination und erleben dort und erfahren die Dienstleistung, die Sie gebucht haben. Und dann haben wir die letzte Phase. Das ist die Phase, in der Sie die Erfahrungen teilen, entweder auf sozialen Medien oder mit ihren Freunden, weil sie zufrieden waren und es verbreitet sich ihre Erfahrung in die Welt. Nächste Folie. Hier haben wir das auf eine etwas übersichtliche Art und Weise strukturiert. Das sind die fünf unterschiedlichen Phasen, die
Bewusstwerdungsphase, die Überlegungsphase, der Kauf, die Dienstleistung und die Treue. In der Vergangenheit war das für die Reisebüros sehr, sehr einfach, denn in der Vergangenheit war fast alles offline. Man hat einen wunderbaren Katalog mit wunderbaren Bildern gehabt, die Kunden kamen und haben um Hilfe gebeten. Jetzt haben wir aber ein neues Element und das ist alles das, was online verfügbar ist. Das heißt, sie werden inspiriert über soziale Medien zum Beispiel. Und das heißt, wir alle wissen, dass das Geschäft von Reisebüros ein menschenfokussiertes Geschäft ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine Community erzeugen und müssen Beziehungen mit den Menschen aufbauen, die Reiseblogs nutzen, Websites von Drittparteien. Also ein Reisebüro muss hier einen extra Schritt unternehmen. Und wir werden darüber sprechen, wie man dies lösen kann. Okay, für das Reisebüro Kategorie A, also die rentable Reisebüro, die aber gerne ihre Umsätze pro Transaktion doch erhöhen möchten, sieht das wie folgt aus. Das ist die Empfehlung, die wir haben. Für das Reisebüro wäre es sehr einfach, zusätzliche, interessante, gute Dienstleistungen für den Kunden anzubieten an deren Destination. Das können einzigartige Erlebnisse sein, aber eventuell auch eine schöne Reise-App, wenn zum Beispiel das Reisebüro eine Reise-App hat, wo man dann alle Details und Informationen über den Flug, über das Hotel und auch mögliche Attraktivitäten, Restaurants, Museen oder örtliche Aktivitäten hat. Das hat man auf dem White-Label-Forum und das kann für den Kunden sehr, sehr interessant sein. Wie gesagt, ich weiß ja, dass alle Reisebüros viel zu tun haben und es geht immer darum, herauszufinden, was die einfachen Lösungen sind. Und diese Upselling-Lösungen, also diese zusätzlichen Dienstleistungen, das sind eine gute Lösung. Nächstes Slide. Das zweite Reisebüro, das zwei Ziele hat, nämlich die Kundenbasis zu erhöhen und den Umsatz pro Transaktion, haben wir folgende Lösung. Also erstens dasselbe wie für die Reisebüro-Typ 1-Lösung. Und zusätzlich möchte dieses Reisebüro natürlich auch noch seinen Kundenstamm erweitern. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann es das machen? Es muss Teil dieser Recherche- und Träumphase des möglichen Kunden werden, denn nur so können die potenziellen möglichen Kunden wirklich auch etwas lernen und erfahren über dieses Reisebüro. Sie müssen ja erstmal erfahren, dass sie über das Fachwissen verfügen und mit der Komplexität des ganzen Prozesses umgehen können. Also stellt sich die Frage, wie kann man das machen? Man muss hier ein bisschen in den Content investieren, zum Beispiel über einen WordPress-Blog Inhalte veröffentlichen oder über unterschiedliche Landing-Pages über Destinationen etwas veröffentlichen. Also da gibt es ganz viele einfache und auch günstige Dinge, die man hier leicht machen kann. Oder ein regelmäßiger Newsletter, der wird es doch auch schon tun. Also ich öffne Newsletter regelmäßig und gelegentlich lese ich die dann auch mal. Und das Ziel hierbei ist es, dass potenzielle neue Kundinnen und Kunden das Reisebüro als glaubhaft empfinden, als ein Fachreisebüro ansehen, das Dinge für sie tun kann, die andere nicht können. Also, wie sehen jetzt unsere Empfehlungen aus? Für das Reisebüro Typ 1, das Umsatz pro Transaktion erhöhen möchte, da sagen wir, liefern Sie weiter die hochqualitativen Leistungen und Dienste, aber fügen Sie noch etwas hinzu, extra Dienstleistungen, die der Kunde wirklich auch schätzt und dann denkt, wow, wegen Ihnen habe ich hier eine wirklich einzigartige Erfahrung. Für das Reisebüro Typ 2, erstmal die Empfehlung genauso wie für Typ 1, aber darüber hinaus müssen Sie Ihre Kunden und potenziellen Kunden auch noch ein bisschen erziehen. Sie müssen ihnen mitteilen, dass wenn Sie zum Beispiel in Portugal eine Pauschalreise buchen wollen, dass alles gut koordiniert werden muss. Und da müssen Sie wirklich ganz klar kommunizieren. Und das wird eben gemacht durch zum Beispiel Facebook-Posts oder einen Blog, Postings in einem Blog oder Sie können zum Beispiel auch mit Influencern zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber Sie können mit Bloggern zusammenarbeiten. Wir, also unser Startup, wir haben durchaus Erfahrung mit Influencern, die auch gut ist, aber das hängt jeweils von der entsprechenden Branche ab. Nächste Folie. Unterm Strich geht es immer um den Kunden. Was möchte der Kunde? Erstens Zeit sparen. Deswegen kommen Sie ja zu Ihnen. Zweitens,
Sie wollen eine positive Erfahrung haben. Das heißt, dass Sie das Denken für Sie übernehmen. Wenn Sie in Portugal von A nach Z laufen müssen, dann ist das nicht das, was Sie haben wollen. Aber wenn der Transport organisiert ist und alles glatt läuft, dann funktioniert das wunderbar. Sie wollen also am Zielort einen schnörkellosen, reibungslosen Ablauf. Und in der Destination möchten Sie natürlich auch schöne Erfahrungen machen. Und das ist etwas, was man eben nicht bei Expedia, Booking, Get Your Guide oder so ähnlich bekommt, sondern das ist etwas wirklich Einzigartiges, etwas nicht Traditionelles. Und hier bei diesen erinnerungswürdigen Momenten, die Kategorie, die wir so genannt haben, können wir als Local Beanie möglicherweise Ihnen als Reisebüro helfen. Und bevor wir über Local Beanie sprechen, muss ich noch sagen, dass unser Team ein unglaubliches Video, ich hoffe, dass es ein unglaublich tolles Video ist, zusammengestellt hat, das wir heute zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit zeigen. Machen wir jetzt und dann erzähle ich Ihnen was über Local Beanie. Travel is more about the people you meet. Beim Reisen geht es mehr um die Menschen, die man trifft, als die Orte, die man sieht. I remember a few years ago. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren einen Freund in Berlin besucht habe. Die haben mir dann eine persönliche Tour durch die Stadt gegeben, haben mir ihre Lieblingsorte gezeigt. Und ich habe gedacht, das ist doch eine tolle Art und Weise, einen Ort kennenzulernen, nämlich aus dieser einzigartigen Insider-Sicht. Wirklich wie ein Mensch, ein Einwohner vor Ort zu reisen und so Freunde auch zu finden. Ich dachte, das ist eine tolle Gelegenheit und deswegen habe ich diese neue Idee entwickelt über diesen einzigartigen Dienst, der die Einheimischen mit den Reisenden zusammenbringt. Bei einem Start-up denkt man immer, dass die Idee die wichtigste Sache ist und teilweise stimmt das ja auch. Man braucht Beständigkeit, man braucht ein tolles Team und das haben wir. Aber jetzt geht es um die Menschen. Als Reisender möchte man natürlich etwas Außergewöhnliches erleben und wir haben das richtige Produkt für Sie. Und zusammen mit Ihnen ist es unsere Vision, das Leben eines jeden Einzelnen aufregender, inspirierender zu machen und jedem ein wenig mehr Freude ins Leben zu bringen. Arbeiten wir also zusammen. Dank unserer Zusammenarbeit können wir als Local Beanie die Reisen von Menschen mit Geschichten, Freunden und außergewöhnlichen Erfahrungen anfüllen, die von Einheimischen geliefert werden. Und am allerwichtigsten ist, dass ich sehr froh bin, dass Local Beanie Menschen dabei helfen kann, auf eine neue, aufregende Art und Weise zu reisen. All right. So. Okay. Was und wer ist Local Beanie? Local Beanie ist die europäische Go-To-Plattform für Stadterfahrungen von einheimischen Angeboten. Wir haben in St. Gallen unsere Hauptniederlassung. Wir haben 7 Mitarbeiter in der Hauptniederlassung. Und ich werde häufig gefragt, was für Erlebnisse, was für Erfahrungen bieten Sie denn an? Nun, wir haben unterschiedliche Erfahrungskategorien. Das kann Geschichte, Kunst, Kunstgeschichte, Entdeckung, Nachtleben sein. Und diese unterschiedlichen Erfahrungen werden angeboten von Studierenden, Menschen, die älter als 50 sind und nicht mehr Vollzeit arbeiten und gleichzeitig ihre Leidenschaft für ihre Stadt mit anderen teilen wollen. Und in jeder dieser Kategorien arbeiten wir mit Einheimischen zusammen bei der Geschichtserfahrung. Da sind es zum Beispiel Geschichtsstudierende oder Geschichtsprofessoren, die das machen. Preislich ist das äußerst fair für den Endkunden. Sagen wir mal, Sie möchten die örtliche Kunstszene näher kennenlernen. 25 Euro pro Person für 2 Menschen. Wenn wir 6 haben, sind es 11 Euro pro Person. Also preistechnisch gesehen ist das unglaublich fair. Und wir haben auch eine ganz tolle Erfahrung in Paris zum Beispiel. Also wenn Sie nach Paris reisen, was schauen Sie sich da an? Die Hauptsehenswürdigkeiten, den Eiffelturm. Wenn Sie ins zweite Mal hinfahren, was wollen Sie dann angucken? Na, vielleicht nochmal den Eiffelturm. Wenn Sie aber zum dritten Mal hinfahren, wollen Sie dann nochmal den Eiffelturm sehen? Vielleicht, aber auf jeden Fall auch etwas anderes. Zum Beispiel können Sie dort eine
Modeerfahrung mit einem Modestudenten oder einer Modestudentin buchen und dann können Sie eine 3-stündige Modekonsultation durchführen und dann wird Ihnen dort erzählt, wie Sie, wenn Sie dünner aussehen möchten, wenn Sie größer aussehen möchten, wenn Sie Ihre Farben besser auf Ihre Augenfarbe abgestimmt haben möchten, wenn Sie stärker im Trend sein wollen und so weiter und so fort. Und dann testen wir auch die Erfahrung. Das heißt, Sie werden umgestylt und dann kann auch wirklich getestet werden, ob das wirklich eine gute Erfahrung war. Und ich kann Ihnen sagen, die sind gut. Gegenwärtig finden Sie uns in über 60 Destinationen in Europa, in jedem einzelnen Land der Europäischen Union. Und wir expandieren noch. Gegenwärtig haben wir fast 1000 unterschiedliche Erfahrungen, die Sie in diesen unterschiedlichen Destinationen buchen können. Und es werden mehr. Nächste Folie, bitte. Also, jetzt kommen wir zur möglichen Zusammenarbeit. Wenn Sie jetzt ein Reisebüro sind und sich denken, dass das vielleicht für Ihre Kundinnen und Kunden etwas Schönes sein könnte, dann funktioniert das so. Also, Sie bei jeder Transaktion bekommen wir natürlich einen gewissen Prozentsatz und wir bekommen dann 50% der Kommission, also das bei der Website, wenn Sie zum Beispiel eine E-Mail an Ihre Kunden schicken, dann bekommen wir die Verweise. Jeder, der darauf natürlich klickt, das können wir dann wieder auf Sie zurückführen, denn Sie haben diese Tracking-Möglichkeit. Und dann haben Sie auch die Möglichkeit, als Partner einzuloggen. Die meisten Transaktionen laufen natürlich über dieses Partner-Login. Wenn Sie eine E-Mail an die Kunden schicken und ihnen die Buchung mitteilen, dann wollen Sie das natürlich nicht selber buchen, sondern sagen dann, oh ja, das gefällt uns, buchen Sie das für uns. Und im Login haben Sie dann die gesamte Transaktionshistorie, sodass Sie sehen können, was gebucht wurde. Und nächste Folie, bitte. Was sind also dann die nächsten Schritte? Also im Großen und Ganzen wenden Sie sich einfach an uns und ich werde nach der Präsentation auch hier in der Lounge zu finden sein. Wir definieren dann mehr oder weniger, welchen Zugang Sie haben möchten, ob Sie Zugang zu allen Erfahrungen haben möchten. Und zum Beispiel arbeiten wir auch mit Hotels zusammen. Einige Hotels informieren uns jetzt darüber, dass sie Gäste haben, die vielleicht Pony reiten wollen. Und dann können wir das machen, denn es gibt eine professionelle Dienstleistungskategorie für die Partner. Da können dann so zusätzliche Dinge gebucht werden, wie zum Beispiel Pony reiten und andere Sachen. Das kann natürlich personalisiert werden, entsprechend der Erwartungen, die Ihre Gäste eventuell haben. Und innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann das Partner-Logging, Sie bekommen dann Referral-Links und das gesamte Material, Bildmaterial und Textmaterial, das Sie dann verwenden können. Kommen wir zur nächsten Folie. Oh ja, das war's schon. Also vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie die entweder jetzt oder später in der Lounge. Sie haben eine Frage. Okay, haben wir ein Mikrofon, sodass man die Frage auch versteht? Hallo? Ah. Hallo, thank you for your speech. Vielen Dank für den Vortrag. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten mit Einheimischen zusammen. Das heißt, die Einheimischen machen die Touren in den unterschiedlichen Städten. Wie sieht das jetzt aus mit Bezahlung, Steuern? Wenn man als Einheimischer bezahlt wird für eine Dienstleistung, die er bringt, dann muss man in Wien zum Beispiel eingetragener Reiseleiter sein, sonst ist das illegal. Wie machen Sie das? Braucht man eine Lizenz oder brechen Sie die Gesetze vor Ort? Und man muss ja auch Steuern bezahlen und ja, danke für die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hängt natürlich vom jeweiligen Land ab. In Deutschland zum Beispiel, wenn man Student ist, kann man einfach arbeiten, ohne Steuern zu zahlen, bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze in der Schweiz. Also wir kommen natürlich aus der Schweiz, also haben wir uns in der Schweiz an die Behörden gewandt und haben denen erklärt, was unser Konzept ist und wie sie das so bewerten. Also das heißt, wir haben hier ein Abkommen mit den Behörden in der Schweiz, wie man in der Schweiz mit Local Beanie umgeht und allen, die in der Schweiz für Local Beanie arbeiten. Wenn über 2000 Franken pro Jahr in der Schweiz verdient werden, muss der Freiberufler eine Steuererklärung abgeben. Also das heißt, wir überprüfen, wie viel jeder Einheimische verdient und wir
versuchen dann, sie unter den 2000 Franken zu halten, damit sie keine Schwierigkeiten mit den Behörden bekommen. Wenn das für sie in Ordnung ist, müssen sie sich aber registrieren und dann können sie auch mehr verdienen. Und das ist der Ansatz, den wir auch in anderen Ländern verfolgen. Aber in Italien zum Beispiel, das ist äußerst streng. In Italien sieht es zum Beispiel so aus, dass man offizieller Reiseleiter sein muss, um in einem Museum eine Tour durchführen zu dürfen. Da habe ich noch was nicht erzählt. Also bei Gruppen zum Beispiel. Also, weil wir mit Reisebüros zusammenarbeiten, haben wir natürlich auch viele Anfragen von Gruppen, Reisegruppen. Und wenn es mehr als 8 oder 10 Leute in einer Gruppe sind, dann wollen wir natürlich keinen Studenten dahin schicken, eine so große Gruppe zu führen. Also, um sicherzustellen können, dass wir einen hohen qualitativen Standard auf unserer Plattform haben, wenden wir uns dann wieder an offizielle Reiseleiter, die dann diese größeren Gruppen führen. Und wenn das jetzt eine Foodie- oder eine Nightlife-Erfahrung ist, dann wird das ja nicht funktionieren, da die offiziellen Reiseleiter nachts gar nicht arbeiten. Aber bei Gruppenanfragen haben wir meist eher so die traditionellen Erfahrungen, also Geschichte, Besuch der Altstadt und so weiter. Also das sind eher so die standardisierten Touren. Und in diesen Fällen können wir dann natürlich zurückgreifen auf die zertifizierten einheimischen Reiseleiter und die mit den Gruppen einsetzen. Aber wir hatten da noch nie ein Problem. Und ich stimme Ihnen natürlich völlig zu. In Italien, wenn man Einheimischer ist, wenn man Student ist und dann ein junges Pärchen ins Museum besucht und die da durchführt und dann erwischt wird, na, dann hat man natürlich Probleme. Kann man natürlich immer noch sagen, sind meine Freunde, aber trotzdem. Die Schwierigkeit ist, was können wir hier tun? Also ich versuche natürlich hier Veränderungen bei der Europäischen Kommission zu erreichen, was diesen ganzen Aspekt der Sharing Economy anbelangt. Aber das funktioniert natürlich nicht so schnell. Also ich werde auch immer gefragt, wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit? Natürlich haben wir einen gewissen Pool von Leuten, auf die wir mal zurückgreifen. Aber wenn wir natürlich in ganz Europa alle Schweizer anheuern könnten, dann wäre das natürlich, um ehrlich zu sein, toll. Die würden wir gerne auch anheuern. Aber das funktioniert gegenwärtig nicht so in der Europäischen Union. Denn wenn man jemanden in Italien anstellt, braucht man ein Unternehmen in Italien, was natürlich bei der heutigen Shared Economy Situation völlig sinnfrei ist. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten bin ich in der Lounge und genießen Sie den Nachmittag oder Ihr Mittagessen. Okay.